Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über Krafttier Eule. Ja, ich persönlich habe mit Krafttier Eule noch nicht so viel zusammengearbeitet. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ein paar Mal was mit Krafttier Eule zu tun gehabt, aber es ist jetzt kein Krafttier, mit dem ich mich viel beschäftige. Ich habe Krafttier Eule aber kontaktiert und gefragt, ob es hier mitwirken möchte durch so ein YouTube-Video und was von sich erzählen, was für Eigenschaften es hat, wobei es uns Menschen gut unterstützen kann. Und das hat mir ja so einen schönen Text diktiert, dass ich diesen Text jetzt einfach vorlesen möchte. Anstatt dass ich mich jetzt versuche, das alles nochmal neu zu formulieren, nehme ich lieber das, was Krafttier Eule mir hier diktiert hat. Also, Krafttier Eule sagte mir: Ich bin die, die in die Nacht hineinblickt und die Nacht auch sehen kann. Es geht nicht nur darum zu sehen, was normalerweise verborgen ist, sondern die Verborgenheit an sich zu erkennen. Also nicht das, was verborgen ist, sondern die Verborgenheit an sich. Das geht über die Normalität hinaus. Meine Eigenschaften sind die eines Lehrers, der den Schüler lernen lässt, wie er am besten lernt. Je mehr ich eingreife, umso mehr bedeutet das, dass mein Schützling freier wird und alleine gelassen wird. Mir ist das sehr sympathisch. Alleine gelassen werden bedeutet aber nicht, dass er, also der Schüler, alleine ist, sondern dass er spüren kann, wie es ist, wenn er aus sich heraus die Kraft entwickelt, zu lernen. Lernen des Lernenwillens ist eine weitere Thematik, die ich den Menschen gerne offenbare. Lernen ohne ein Ziel, sondern einfach, weil das Leben nun mal zum Lernen da ist. Darüber nachdenken kann man hinterher, wenn das Lernen beendet ist. Mir sehr sympathisch. Während man lernt, erlebt man einfach nur. Wer da denkt, kann nicht lernen. Mit dem Körper lernen ohne Kopfsache ist ein großer Aspekt meiner Tätigkeit mit den Menschen. Also das, was es gerade zu lernen gibt, einfach lernen, erfahren, erleben, und zwar so, wie es gerade ist, ohne darüber nachzudenken, weil wenn man darüber nachdenkt, ist man weg von dem, was es gerade zu lernen gibt. Das ist eben dieses Thema von Krafttier Eule. Weiter hat es mir gesagt, Weitblick haben, große Ziele verfolgen und die Kleinen mit einbeziehen, sind weitere Themen, und jemanden leben lassen, wie er will. Also andere einfach so leben lassen, wie sie leben wollen. Das sind so weitere Themen von Krafttier Eule. Also wenn man sieht, da ist jemand, der lebt so und man denkt so, oh Mann, ich weiß es besser, oder wie kann der nur, oder der macht alles kaputt, oder dies und jenes. Manchmal kann man Menschen nicht zu einem anderen Leben, was vielleicht für alle besser ist, zwingen. Oder ja, jeder Mensch hat seinen eigenen Willen und auch per Gesetz teilweise geschützt, dass man Blödsinn macht. Und wenn das nicht geht, dass man trotzdem die Fähigkeit bekommt, innerlich den zu lassen und zu sagen, okay, ich kann es nicht ändern, aber ich kann es hinnehmen und ich lasse ihn einfach leben, wie er leben möchte. Und im Hinterkopf kann man ja behalten, okay, wenn er dann soweit ist und sich vielleicht für ein anderes, sinnvolleres Leben öffnen kann, dann kann man ja inspirieren. Aber erstmal so leben lassen, wie derjenige leben möchte. Die Augen öffnen für die Großartigkeit des Augenblicks. Wenn die Augen offen sind, und zwar die inneren Augen und nicht die äußeren, bin ich da, um zu lehren. Das ist das, was Krafttier Eule noch mitgeteilt hat. Das heißt, die inneren Augen sind die Augen des Bewusstseins, nicht diese hier, die gemacht sind, um diese materielle Dimension wahrzunehmen visuell, sondern die Augen des Bewusstseins. Wenn die Augen des Bewusstseins offen sind, wenn man Dinge wahrnimmt, die man gerade in unserer Kultur nicht gelernt hat wahrzunehmen, dann zieht das quasi Krafttier Eule zu einem her hin, und Krafttier Eule ist dann irgendwo und beobachtet einen oder
hilft sogar dort noch mehr zu erlernen. Also, außersinnliche Wahrnehmung ist ein Thema, wobei Kraft der Eule gut helfen kann, beziehungsweise zunächst dieses vom Bewusstsein her wach werden oder das Bewusstsein erweitern, damit man offen ist für außersinnliche Wahrnehmung. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen über Kraft der Eule. Wenn ja, drück gerne auf Daumen nach oben, abonniere sehr gerne meinen Kanal und dann vielleicht bis zu einem nächsten Video. Tschüss, mach's gut.